Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 299 und die Mods, die ihr heute seht, die vier, sind auch für all die gedacht, die mit der PlayStation oder mit der Xbox den LS22 spielen. Für euch sollten diese Mods auch zu bekommen sein, zwischenzeitlich. So, wir fangen an mit einer Reihe von Gewächshäusern. Diese Gewächshäuser sehen hier optisch alle gleich aus. Man sieht hier schön die Schilder, steht dran Wasser hierhin. Hier sieht man dementsprechend, dass da Mist hin soll, dass auch ein dementsprechendes Mistschild. Das Ganze wiederholt sich hier dementsprechend auch. Wir haben ein doppelreihiges Gewächshaus, also mehr so die größere Variante. Und haben hier an der Seite, da sehen wir das, nicht in Gelb-Schwarz, sondern hier in Weiß-Schwarz in dem Fall, die Abholposition. Weil hier könnt ihr dementsprechend die Früchte abholen. Und so wie ihr hier schon gesehen habt, ist hier zum Beispiel das Salatgewächshaus. Hier haben wir dementsprechend das Melonengewächshaus. Und hier haben wir noch Melonengewächshaus. Woran liegt das? Es sind einfach zwei Sorten Melonen. So simpel ist es. Hier seht ihr mich das Schild auch. Da ist es eine Wassermelone. Und wenn ich hier einmal rumlaufe und mal hier hinguckt, dann seht ihr, da sieht es aus wie eine Gallia oder Honigmelone. Irgendwie sowas halt. Wenigstens keine Wassermelone. So. Und Gallia heißt die, glaube ich, nicht Gallia. Ne? Ja, egal. Allerdings ist das eine ist eine Wassermelone, das andere ist keine Wassermelone. Aber zwei Wassermelonensorten halt. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier im Shop angucken, dann sehen wir auch, wenn wir ganz da unten scrollen, hier sehen wir auch Melonen, wie die dazukommen. Ne? Hier sind Wassermelone und normale Melone. Ich weiß jetzt nicht, wo der Salatpart geblieben ist. Das ist halt der Salatpart. Ne? Dafür haben wir halt jetzt die Gewächshäuser und dementsprechend dann auch die Verkaufspunkte, die man dementsprechend dafür die beiden Sachen hier noch einrichten muss, weil fürs andere gab es das. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier ein Verkaufspunkt dabei war. Können wir sicher mal gucken. Ich glaube allerdings, doch, da ist der Verkaufspunkt. Hatte ich glatt vergessen. Stellen wir noch einen Fix hin. Da seht ihr, das ist der Verkaufspunkt. Da könnt ihr allgemein Obst und Gemüse verkaufen. Glatt vergessen hinzustellen. Da seht ihr halt dann auch. Ne? Melonen und Tomaten und den Kohl und die Erdbeeren und die Wassermelonen und ne? Da also dementsprechend hier, das ist der Verkaufspunkt. Hier vorne müsst ihr reinfahren in den Bereich, wo der gelbe Strich ist. Da könnt ihr es verkaufen. Das ist dann halt so euer Gemüseverkaufsstand oder Obst-Gemüseverkaufsstand. So, dann dürften wir jetzt hier in der Liste auch die Preise haben. Da sieht es auch, ne? Verkauf von Gemüse heißt das gute Stück da. Ja, eine schöne Geschichte. Wir gucken noch mal auf die Preisgeschichte. Da bin ich gar nicht darauf eingegangen. Also der Verkaufspunkt, der liegt bei 4.000 Euro und die Gewächshäuser liegen bei 11.000 Euro das Stück. Das ist dann eigentlich ganz okay. Das reiht sich dann mit den anderen an. Und ihr seht hier, wir haben auch in dem speziellen Bereich, ich habe sie nicht alle hingestellt, auch noch mal Tomaten und Erdbeeren mit der gleichen Grundlage, dass man auch Mist da reinschmeißen muss. Ne? Hier gibt es ja auch welche, die alles können. Hier hat man das halt alles einzeln. Ne? Aber Erdbeeren und Tomaten hatten wir eh schon. Salat habe ich mal als Beispiel dazu genommen. Noch. Aber wie gesagt, sie sehen genauso aus, sind die gleichen Gewächshäuser. So, ja, wir marschieren hier dementsprechend einmal durch und kommen. Wie sieht es aus? Richtig, sieht aus wie ein Kuhstall. Hier mit einer schönen Deko-Ecke, alles ordentlich aufgehängt. Da sieht man noch so ein uraltes Rad, noch ein bisschen Metallband ist noch runtergeflutscht. Hier noch ein bisschen Blumenkasten drumherum. Wir haben hier ein bisschen Dekoration, noch ein bisschen Altsachen rumstehen. Hier noch ein altes Becken. Hier seht ihr dementsprechend die Milchkanne allen drum und dran. Und daran seht ihr, es handelt sich um einen Schweinestall. Natürlich nicht. Es handelt sich natürlich um einen Kuhstall. Und ja, wir können die Sachen sogar aufnehmen und hier gegen werfen, so wie es aussieht. Noch ein paar alte Reifen. Hier ist die Wasserannahmestelle. Ne? Hier dementsprechend können wir schön die Tür aufmachen, dachte ich. Machen wir die Hilfe. Ne, die Tür kann ich anscheinend nicht aufmachen. Warum auch immer. Also, weil sie nur in den Innenbereich führen würde. Okay. Ja, hier haben wir den Futterbereich unterzubringen. Irgendwo müssen wir reinfahren können eigentlich, weil es ist ja drin, der Streupart zu machen. Hier ist das Tiermenü. Hier habt ihr noch eine schöne kleine Unterstellgarage dabei oder eine Variante dabei. 240 Kühe gehen hier rein. Ich hüpfe jetzt einfach mal hier rein. Und würde mich, dass die Türen hier nicht aufgehen, okay. Hier steht jeweils immer was davor. Ich weiß dann jetzt nicht genau, wie man das hier jetzt einstreuen soll. Vielleicht soll man von dieser Seite reinfahren, weil hier ist ja ein Tor. Ne? Das Tor geht auf, also hier kann man reinfahren. Und dann kann man hier hinfahren zum Einstreuen. Also ich finde den eigentlich optisch ganz gelungen. Ob das jetzt die optimale Tierhaltung ist oder nicht, kann man so nicht sagen.
Es ist für 240, aber auf jeden Fall die größte Wiese, die ich bis jetzt gesehen habe. Und man könnte auch auf dieser Seite reinfahren, sehe ich gerade. War mir gar nicht so aufgefallen. Also, wie gesagt, man kann hier schön einstreuen. Man kann hier, die Tiere haben einen vernünftigen Auslauf. Ob das da hier für 240 Tiere wäre, aber es ist auf jeden Fall realistischer wie manche andere Größe, die wir gesehen haben. Aber ihr seht, ne? Also keine schlechte Geschichte. Finde ich soweit gut gemacht. Wir gucken jetzt mal, wie teuer der ganze Spaß ist, wenn wir sowas hinstellen wollen. Da gehen wir einfach mal auf Tiere und dann seht ihr 125.000, was dann ein ziemlich lächerlicher Preis ist dafür, weil die anderen haben alle nur ein Viertel der Tiere und ja, ne? Sehen zwar denn so aus, aber ja, ich finde das mit der Auslaufzone hier durchaus gar nicht mal so unangenehm, muss ich sagen. Also wie gesagt, also schöne Geschichte, schöne große Auslauffläche, schöner Kuhstall, sagen wir es aber so, wie es ist. So, dann dementsprechend würde ich sagen, hüpfen wir mal und wir kommen aufs Feld. Und da seht ihr auch schon eine Sache, die man hier machen kann, ne? Und da sieht man nämlich, dass wir hier die Breite bestimmen können, in der wir das Ganze ausbringen wollen. Wir werden ihn erstmal aufklappen. Das ist nämlich ein Harve Miststreuer mit Breitenänderung und sowas. Dafür muss ich den Motor anmachen. Das ist im Prinzip die Typenbezeichnung. Sagt ihr, Moment, das ist doch das Gerät, was original dabei ist. Ja, aber wie ihr seht, haben wir hier Breitenwahlgeschichten. Ich weiß nicht, die ist glaube ich original nicht unbedingt dabei. Und wir haben hier vor allen Dingen auch Farbwahlgeschichten und sowas dabei. Und er ist ein kleines bisschen vom Preis reduziert worden, was jetzt nicht unbedingt eine Mod auszeichnet. Ich mache jetzt mal die Hilfe an und da seht ihr, er haut hier auf voller Breite erstmal seinen Miststreifen raus. Ne, so sieht das Ganze aus. Und ich könnte jetzt mit Steuerung Y sagen. Ne? Nee, aber ich glaube, dann geht der Helfer nicht, oder? Ne, der Helfer macht das weiter auf voller Breite. Ich weiß nicht warum. Ne, wir können hier doppelte Ausbringmenge aktivieren. Auch das ist machbar. Also wie gesagt, das ist schon ein schönes Gerät, kann ich anders sagen. Auch mit Farbwahl, je nachdem, wie man es haben möchte, ist jetzt nicht tausend neue Sachen, sag ich mal so, aber war halt so weit, dass ich sagte, okay, wir zeigen ihn einfach mal. Ne? Weil die Typenbezeichnung, wie gesagt, dieser DST16, die gibt es auch halt im Original dabei. Verschmutzungsgeschichten, Texturen und sowas, gehe ich davon aus, dass sie sonst vom Original übernommen sind. Hier sind halt nur andere Farbvarianten drauf, das hier ist zum Beispiel eher die Glasfarbe. Ne? So sieht das aus. So, okay, dann hüpfen wir weiter. Bin ich da nochmal reingehüpft und kommen hier zum Platz. Genau, hier stehen nämlich noch vier Kleinigkeiten, was im Prinzip aber alles eine Mod ist. Wir haben nämlich einmal hier einen Schneidwerks-, Mähwerkswagen, wenn ihr so wollt, nämlich einen Elmos ST36, ne? Swatter Transport. Das hier ist der Swatter, das ist also der. Ein Schwarzmäher, so muss man es übersetzen. 8860 HP, in dem Fall von Case. Ich hätte da genauso gut auch ein Massey Ferguson draus machen können oder ein Challenger draus machen können oder ein Heston draus machen können. Das wäre alles machbar gewesen. Das zeige ich euch gleich auch eine Runde. Und hier seht ihr halt dann die passenden Schneidwerke dazu, die das dann schwartmäßig steuern, wie ihr dementsprechend auch seht. Ne? Das ist das gute Stück, also ein extra Mäher. Wir gucken uns das Ganze im Shop einfach mal an. Finden das Gerät natürlich an sich unter Mähtechnik. Da seht ihr es, ne? Und da seht ihr dann auch, dass wir hier die Hersteller, Challenger, Heston, passend mit den Farben, ne? Massey Ferguson durchwählen können. Wir können die Reifenvarianten noch ändern, Reifenhersteller noch durchschalten. Da sind auch schon ein paar schöne Sachen dabei, was man noch machen kann. Man ist immer so um die 100.000 dementsprechend dann für das Gerät an sich. Und ja, dann dementsprechend gehen wir einfach mal auf Elmer, war das glaube ich. Ne? Ja, da seht ihr Elmer. Da habt ihr ihn. Ne? Das ist der Transport, das Transportpart für die Schneidwerke. Sieht ein bisschen anders aus wie sonst die Schneidwerkswagen halt. Ne? Kostet nur 2.000 und unter Mähtechnik nicht selbstfahrend. Moment, bin ich blind? Ne, da unten. Da haben wir dann halt dementsprechend die Schneidwerke hier selber. Ne? Da seht ihr es, da können wir anklicken. Können wir auch hier die Marke dementsprechend bestimmen, auch ein Case, ein Ferguson, Challenger oder ein Heston draus machen. Ne? Also, das ist hier auch neutral. Das ist hier die Normalvariante. Das Gerät selber hat ja 190 PS. Ihr seht, der hier würde zum Beispiel 150 brauchen bei 4,90 Meter Arbeitsbreite. Das gute Stück hier hat 9,20 Meter. Auch hier können wir die Farben durchwählen. Auch hier können wir die Aufkleber- und Zierstreifengeschichte dort an der Seite noch wechseln. Ne? Seht ihr selber.
Das ist dann nämlich die Typenbezeichnung, die hier dann extra rankommt. Und der baut 340 PS. Und damit passt das alles hervorragendst zueinander. Deswegen hüpfe ich jetzt hier einfach mal rein. Ihr seht selber, es ist jetzt hier nicht keine Sondergeschichten oder sowas extra. Ich mache jetzt mal den üblichen Lichttest. Vorne, hinten, Zusatzscheinwerfer. Ne? Wir blinken dementsprechend immer oben über die Fahrerkabine, sowohl links wie auch rechts. Wenn wir uns das Ganze von innen angucken, wirkt es relativ schlicht, aber funktionell. Ne? Sitz und sowas sieht auch soweit gut aus. Passiert lichtmäßig so gar nichts. Wenn ich den Motor anmache, haben wir eine Zeigerreaktion, aber auch hier keine Lichtreaktion oder sowas. Ne? So. Ja, damit ihr hier den Motorpart nochmal hört, drehe ich mal kurz eine Runde damit und dann nehmen wir mal so ein Schneidwerk ran und dann mache ich ihn doch mal an. Ich fange nochmal von vorne an mit dem Motorpart hier, weil ich habe ja schon dazwischen gequatscht. Ja, da seht ihr, das passt dann genau unten zwischen den Reifen durch. Jetzt mache ich das Ganze nochmal an. So wird es dann aussehen. Ja, ganz gelungen das Ganze, finde ich. Ne? Da kann man schon was mit werden. Drehen jetzt hier nochmal ein bisschen hin. Ja, gesehen im Shop haben wir ihn ja soweit. Ne? Preise haben wir gesehen. Dann, ihr seht, wendig, keine Rückfahrleuchten, aber Bremsleuchten gehen. Und dann haben wir es soweit schon. Ja, ich stelle ihn mal hier schön mittig hin und dann ja, sind wir leider schon am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Sei nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.